Lakshmi, das Schwarzwasser. Woher haben Sie es? Es wurde mir anvertraut. Sie wollen sagen, ein Ritter? Sir Bors de Ganis. Sir Bors wurde seit der Suche nach dem Gral nicht mehr gesehen. Sie sagen, er lebt? In Ostindien? Ich habe nicht gesagt, er lebt, Ritter. So, fliehen nach Whitechapel. Es war jetzt wieder eine sehr, sehr... Also es waren mehrere sehr, sehr lange Sequenzen. Und, der Lafayette, der stand auch nicht so wirklich hinter dem, was er da gesagt hat. Aber ich glaube, wenn er gesagt hätte, dass er uns für nicht schuldig befindet, wäre er wahrscheinlich noch selbst mitverurteilt worden. Schätze ich mal. So, was denn jetzt hier? Sind wir hier, haben wir alle... Ich glaube, das ist jetzt hier auch schon das letzte Kapitel. Mehr Wachen. Sie kommen durch den linken Tunnel. Ich glaube. Also es kommt auf jeden Fall nicht mehr sehr viel. Ziel okay. Ziel okay. Unterwegs. Einverstanden. Seien Sie bereit. Ich bin immer bereit. Ich muss beim Nachladen den Eimer umschütten. Okay, ich glaube, der ist darüber gegangen. Ich finde es auf jeden Fall sehr gut, dass es halt markiert wird, ob der Gegner tot ist oder nicht. Das finde ich sehr gut. Ich wollte eigentlich nach links gehen. Nach Whitechapel geht's hier lang. Dann gehen wir halt nicht nach links. Ich glaube, da war noch was. Na gut, ich glaube, wir haben eh nicht alles, deswegen... Lady Igraine, es scheinen mehrere Personen hier gewesen zu sein. Sir Galahad hatte wohl Hilfe. Meldet dem Rat, dass wir seine Spur gefunden haben. Jeder verfügbare Ritter soll nach Whitechapel kommen. Ja, my lady. Ist mein Zeuge. Ich werde die Rebellion beenden. Wie die olle Trulla direkt auf 180 ist, ne? Krieg ich so einen Hals. So einen Hals krieg ich da. Alle Mann! Weg hier! Los! Wir müssen verschwinden. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Regierungstruppen Whitechapel stürmen und jeden Mann und jede Frau gefangen nehmen. Nehmt mit, was ihr könnt und geht.
Ich muss im Palast noch etwas erledigen. Haben Sie den Verstand verloren? Der Palast ist der letzte Ort, wo man Sie sehen sollte. Ich muss Nicola da rausholen. Das bin ich ihm schuldig. Alistair kennt Sie. Er rechnet damit, dass Sie kommen. Ich weiß. Dann gehen wir gemeinsam. Nein. Diesen Kampf muss ich durchstehen. Allein. Wenn ich morgen noch lebe, werde ich euch finden. So sei es, Ritter. Wissen Sie denn nicht? Ich bin kein Ritter mehr. Ein Ritter sind Sie nicht, Monsieur. Doch sind Sie ein Verräter oder ein Patriot? Wie hätten Sie es denn gern, Marquis? Ich glaube, Sie haben Gründe für das, was Sie tun. Zwei Revolutionen lehrten mich, dass auf beiden Seiten Gefahren lauern. Das vergesse ich nicht, Marquis. Das sollten Sie nicht, Monsieur. Wenn Sie die Sache der Freiheit gefährden, müssen Sie Lafayette zu Ihren Erzfeinden zählen. Adieu, Monsieur. Bis wir uns wiedersehen. Das werden wir, mein Freund. Wollen Sie schon gehen? Devi. Also wissen Sie noch, wer ich bin? Ich muss Ihnen wohl einiges erklären und ich hätte Ihnen vertrauen sollen. Keine Zeit für Höflichkeiten. Sie können es wohl kaum erwarten, draufzugehen. Ich muss das in Ordnung bringen, egal um welchen Preis. Dann nehmen Sie das. Oh, und kommen Sie in einem Stück wieder. Meine Königin hat Gefallen an Ihnen gefunden. Dann war lieber mit der Königin da, als mit der Izzy-Fotze da. Ich mag sie nicht. Anfangs mochte ich sie, aber dann wurde die dann direkt so 180, dann direkt so... Nee, ich habe dich einmal mit der Frau gesehen. Nee. Nee. Verlorene Seele tritt vor ihren Schöpfer. Wer quatscht denn hier? So, gehen wir mal zu Gleis 9 3/4. Okay, da können wir durch. Müssen wir auch wahrscheinlich. Das geht nicht auf. Das geht auch nicht auf, dann müssen wir da durch. Nicola, bitte kommen. Ich bin in den Katakomben. Unterwegs zu Ihnen. Sir Galahad, sind Sie verrückt? Sie dürfen nicht herkommen. Dort bleiben. Ich bin gleich bei Ihnen. F-Punkt. Okay. Das sagt alles. Okay, das sieht so aus, als ob wir nach unten müssen. Nach unten ist immer scheiße. Endlich, ey. Das war's schon? Ich dachte, die kämen mehr. Piff, puff. Piff, puff. Okay, ja, weiter nach unten, ne? Da können wir nicht lang. Wieder sehr schlauchig.
Das wäre super nice gewesen. Nicht. Oh. Es wäre super nice gewesen, wenn ich da alle mit einmal kaputt hätte machen können. Okay, es ist noch voll. Bleib da, bleib da. Das ist alles okay, es ist alles okay. Es ist alles okay. Habe ich eine Granate? Nee, ich habe keine. Erstmal den. Und du? Der nur noch. Das war viel. Oh, da ist ja noch einer. Munition wäre ganz cool. Granate ist auf jeden Fall sehr gut. Okay, das ist eine Sackgasse, das ist schön, aber hier ist Munition. Sehr gut. Ich bleib bei meiner Waffe, weil die hat halt noch dieses Special-Gedöns mit, oh, Granate. Dieses Special-Gedöns. Der Galahad, eine nervige Komplikation. Der Lukan ist unterwegs. Mit dem Luftding. Sie müssen jetzt da verschwinden. Fürchten Sie sich nicht, mein Freund. Ich halte die Kommunikation offen. Alles richtig. Nikola, seien Sie kein Narr! Nikola! Verflucht! Die Anarchisten, 29.11.86. 29.11. Oh, das ist das Letzte. An den Fürsprecher der Gruppe an der amerikanischen Ostküste. Die Ereignisse der letzten Tage haben unter den Leuten hier viele Bedenken geschürt. Das Empire hält die Monarchie für stabil und Herr der Lage, doch das ist weit von der Wahrheit entfernt. Sie verfluchen die Unterdrückung durch die Königin, doch wissen sie nicht, dass jetzt eine noch mächtigere Gruppierung an der Macht ist. Der Orden hat in ganz London das Kriegsrecht verhängt und ich fürchte, dass es bald kein Zurück mehr geben wird. Die Sentinels, die unter dem Deckmantel der Sicherung ein wachsames Auge auf uns hielten, werfen jetzt den schweren und betäubenden Schatten der Unterdrückung auf uns. Waren wir unter der Herrschaft Ihrer Majestät besser dran? Werden wir uns die Zeit zurückwünschen, als sie aus ihrer Verborgenheit trat, um uns zu beherrschen? Ich habe noch nicht verstanden, warum all dies geschehen ist. Daher bitte ich Sie inständig, nicht zurückzukehren. Noch nicht. Vielleicht ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir gezwungen sind, zu Ihnen zu kommen und den Ort zu verlassen, der einst unser Zuhause war.